in der letzten Episode. Oh, I feel like I'm gonna die. Hä? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Wieso kriegst du Darmparasiten vom Stock auflesen? Bist du bekloppt oder was? Dich doch erwischt, Junge. Was ist denn wieder los? Glitschwölfe. Frag mich, wo der Wolf wieder hingeglitscht ist. Also hier ist er reingeglitscht. Aber auf der anderen Seite nicht wieder raus, oder was? Jetzt steckt er im Felsen. Vollidiot. Ja, daran muss ich natürlich denken. Wenn du da einen Parasiten hast, kannst du schlafen, bis der Arzt kommt. I need to find some. Wie ist denn das? Wie heißt das andere? Nicht die Darmparasiten. Wie heißt das andere, wo du halt so schnell Prozente verlierst? Nicht Prozente, Auge. Sind das nicht auch? Ist das nicht auch Darmparasitenrisiko? Ah ja, danke. So, und zu dem Thema jetzt eigentlich, wieso wir überhaupt diese ganze Aktion gemacht haben. Moment. Ich teste das jetzt. Stomach hurts. Ach, das ist eine Lebensmittelvergiftung. Ja, okay. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 112. Ja, genau. Ich glaube, wir sollten auch tatsächlich den Krankenwagen holen. Wunderschön. Manch einer denkt sich, Moment, hier liegt doch Fisch und wieso geht er jetzt? Wieso fackelt er und will jetzt gehen? Wieso? Was ist hier los? Das ist ja schon ein sehr merkwürdiges Verhalten. Ja, das merkwürdige Verhalten nennt sich, dass man Darmparasiten mit Lebensmittelvergiftung verwechselt. Außerdem werden wir immer schwerer. Ja, wir wollen natürlich das schöne Holz nicht verkommen lassen, deswegen wird es jetzt einfach entfackelt und bedarf sich dann der Zukunftstobi oder so dann darum kümmern. Hm. 46 Minuten, 36, 26, 16, richtig? Genau. Nein. Nimmst du mal irgendeinen Tee? Ah, der ist jetzt hier, genau. Man sieht ihn kaum. Aufwärmen, genau. Ja, und das Schöne ist, hier ist es finster. Ja, jetzt müssen wir nach Hause. Man sollte vielleicht die Aufnahme starten, wenn man weitermacht. Ja gut, okay. Wir sind jetzt gerade nur runtergeschlappt hier von dem Hang, da ist nicht viel passiert. Wir sind einfach nur auf dem Weg zur Scheune. Wir hatten ja den Birkenrindentee getrunken. Einfach nur aus dem Grund, weil ich jetzt keinen Pilztee investieren will. Komischerweise. Man hört hier fleißig Wölfe. Ja, es wundert mich, dass da vorne Wölfe sein sollen. Das sind wahrscheinlich die Wölfe dann die Apfelwölfe, die klassischen. Die hörten wahrscheinlich bis hierher. Das wird es wahrscheinlich sein. Echt, hier kommt sie nicht rauf. Nee, sieht nicht so aus. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier irgendwie Hangklettersuche zu unternehmen. Temperatur noch 13 Minuten, okay. Wir gehen jetzt gleich zum Bauernhof. Ich hatte nur gedacht, vielleicht reicht es gerade bis zur Scheune, aber da wir immer noch ein bisschen haben, gehen wir gleich durch. Ist natürlich nichts mit Rennen, das ist klar. Man müsste das halt mal durchrechnen. Ob es sich lohnt,
rohen Fisch zu essen. Das ist speziell jetzt eine Heringsmaräne. Und dann sozusagen den Hit, den du dann durch die Lebensmittelvergiftung bekommst, dann halt auszugleichen. Der Nachteil ist natürlich, du brauchst halt immer irgendwelche Medikamente dagegen. Ich glaube, das geht nicht von alleine weg, oder? Wäre natürlich lustig. Ja, jetzt kommt der Schnee hinzu. Ja, wir sind da, Junge. Wir haben es geschafft. Das war Punktlandung. Hervorragend. Wenigstens das hat mal geklappt. Na gut. Und dann bitte hinauf. Wir haben das Thema Angeln aber noch nicht aufgehoben. Also irgendwann werden wir den Stuhl auch mal wegnehmen. Da steht nämlich tatsächlich ein bisschen im Weg. Der liegt auch ganz gut rum. So, jetzt trinken wir es erstmal auf. Prozente sind ja jetzt tatsächlich lustigerweise gar kein Problem. 10 Stunden. Gut, da sind wir wieder. Lebensmittelvergiftung ist geheilt. Ich habe jetzt Blizzard. Oh, das ist natürlich schade. Oh, wie ärgerlich. Also, wir haben kein Wasser. Ja, okay. Was rüttelt und schüttelt am Haus herum? 45 Minuten, okay. Handkalte 2 Stunden, okay. Immer noch? Komm, noch Wasser, echt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, ich sitze der Oberhageljunge. Wieso haben wir eigentlich so extrem wenig Wasser und Hunger? Gut, warte mal. Stoff haben wir jetzt ein bisschen was. Das können wir mal einlagern. Nee, haben wir nicht, tatsächlich. Haben wir nicht. Okay. So, schmeiße die mal raus. Okay. I could eat anything right now. Wieso haben wir 25 Holzkohle? Das ist ja irre. Okay, erstmal ein Bär. Gut, dann schmeißen wir Holzkohle raus. Das ist viel zu viel Zeug. Jetzt werden da nochmal 2 dabei, aber nicht 25. Genau. Achso, wir sollten nochmal Medizin nehmen, genau. So, ist das auch mal aufgebraucht? Es ist, wie es ist. So, wie viel Prozent sind wir heute in den Tag gestartet? Wie, 64? Achso, ja, 64 natürlich. Ich dachte, da steht das Maximum drin. Das steht natürlich nicht drin. Gut, wir müssen also das idyllische Tal noch abgehen und Pilze versuchen, irgendwo herzubekommen. Ich meine, das idyllische Tal ist relativ groß. Das sollte eigentlich packen. Und wenn man dann nochmal runtergeht zu Three Strikes, dann könnte man da auch nochmal tätig werden. Also einerseits natürlich die ganzen Felle und Därme holen. Das ganze Fleisch kann man natürlich essen. Und natürlich nicht zu vergessen, da gibt es ja auch einige Baumstümpfe, wo man Pilze sammeln kann. Das heißt aber dann, dass wir in der Zukunft extrem aufpassen müssen, was wir essen. Also nochmal so eine Aktion, das wird nicht funktionieren. Oder beziehungsweise, naja, es wird knapp. Du musst dann halt wirklich schon in die entlegeneren Gebiete und in die halt noch abzugehen. Ich meine, wir haben noch einige Gebiete, wo wir gar nicht waren. Also ich denke da gerade hier so Bleak Inlet zum Beispiel oder natürlich die gesamten fernen Gebiete. Gut.
Fäden haben. Wo immer auch die Federn sind. Tja, dann müssen wir wieder hoch. Ja, da haben wir noch einiges zu tun hier. Also erstmal noch angeln. Also ich würde gerne bis morgen Abend angeln. Es wird ein bisschen eine Anfechtung ans Auge. Vielleicht werden wir dann zwischendurch mal die eine oder andere Stunde schlafen. Ich hoffe, vom Holz reicht es. Ich darf natürlich noch die ganzen Fackeln zerlegen. Da freue ich mich auch besonders drauf. Three Strikes, dann müsste man mal in die Scheune umziehen und dann auch Abstecher in den Birkenwald machen und halt generell mal gucken. In den Regionen, wo man halt, also in diesen Gebieten halt von dieser Karte, wo man noch nicht so großartig war, ob da noch Pilze rumhängen sozusagen. Also gerade wenn ich da jetzt Richtung Gluthügel-Kohlenbergwerke, also Gemeindezentrum hinten raus denke, da kann schon noch einiges sein. Solange du jetzt nicht wieder aus heiterem Himmel bekommst, das wäre ich übrigens echt dankbar. Ich mag solche Krankheiten nicht, die einfach so kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Mod entfernt habe. Weil das erste Indiz ist ja, dass die das Schmerzen 4 Stunden exakt sind. Die waren ja teilweise wirklich extrem lang. Schnell zum Reh. Oh Gott, da kommen Kaninchen. So. Na dann. Nein, ich nehme jetzt nicht wieder Holzkohle. Ich glaube, wir haben genug. So, einfach nur ein Stock. Die Fackel liegen übrigens schön. Ein Strauß Fackeln. So, halt 1 Liter wieder und es ist nur 77%, okay. Gut. Surrounded by snow. Nothing to drink. Machen wir noch A bis Z und dann 3 Stück schon mal. Okay, gut, das ist aber fertig. Genau, die haben wir noch abgelegt gehabt. Dann kannst du jetzt schon mal trinken. Inzwischen ist der Tag schon wieder relativ fortgeschritten. Ja, das reicht auf jeden Fall für 7 Stunden. Und dann heißt es mal Fische abkochen und ja, die Fackeln zerlegen. Da kriegt man noch einiges Holz raus. Also wir kommen auf jeden Fall durch die Nacht. Da bin ich mir relativ sicher. Schon wieder ein Goldauge. Heringsmaränen sind mir tatsächlich lieber. Ich meine, das ist jetzt auch nur so ein Tümpel hier. Da kommen natürlich nicht so extrem viele Fische rum. Ja, toll, toll. Ausgerechnet die. Heringsmaränen. Wie sie mich sagen, 2 Fische in 7 Stunden, echt? Und 3. Der Herr, da geht ja richtig ab hier. Ah, doch noch 4, okay. Hast du dich nochmal durchgerungen? Okay. Nimm als erstes mal den halt. So. Wasser erstmal drauf und ja. Machen wir jetzt erstmal einen Fisch und dann nochmal einen ganzen Schwung. Wasser 28, okay. Gut. Dann der Fisch. Gut, dann haben wir das schon mal geheilt. So, jetzt brauchen wir erstmal 2 Liter Wasser. Das ist jetzt erstmal das Erste. Ich nehme mal die restlichen Fackeln auseinander. Uff, gut, das waren alle. Inzwischen sind wir schon dem Siedepunkt nah. Bin übrigens froh, dass man bei The Long Dark für Fackeln nicht Leder braucht.
Wer sich fragt, wieso Leder, was ist das denn für eine komische Mechanik, kann ich nur sagen, muss man vielleicht mal Medieval Dynasty spielen. Ja. Brauchst du, wenn, also es gibt einfache Fackeln und richtige Fackeln sozusagen. Und bei richtigen Fackeln brauchst du Leder. Mhm. So, dann machen wir hier mal nach. Legen wir mal nach. So, dann haben wir hier mal Wasser. Und wir machen jetzt nochmal 7 Stunden. Beziehungsweise, gib mir mal, halt, warte mal. Wir machen vielleicht mal mit Köder. Genau, mit Köder, ja, richtig. Hallo? Wie mache ich das? Ah ja, hier, okay, alles klar. Gut. Genau. So, ja, das reicht easy. Hier müssen wir nochmal durchklopfen. Aber dann passt das. So, 7 Stunden. Wir hatten 6. Ich bin mal gespannt, ob er dann für jeden Fisch einen neuen Köder dranhängt oder ob er nur was beim ersten macht und dann nicht mehr. Okay, 2. Ich habe übrigens nicht getrunken, Mist. Ja, okay. Wir ziehen das jetzt durch 3. Also zumindest bis das Auge halt ist. Das Wasser. Okay, mehr Fische gibt es auf jeden Fall nicht. Ach shit, ich habe gerade Escape gedrückt. Also 4 Fische, okay. Hm, wo ist der Köder? Jetzt nimmt tatsächlich jedes Mal 9. Das ist super. Dann kannst du nämlich tatsächlich dir einfach ein paar auf Vorrat machen. Das, die Fische geben ja sowieso kein Vitamin C, deswegen ist es eigentlich auch egal. Ja, deswegen mache ich ja hier. Trinkst erstmal ein bisschen, dass wir da nicht noch mehr Prozente verlieren. Okay, gut. So, machen wir da erstmal Ruhe. Okay, nicht essen, sondern zerlegen. Eine halbe Stunde, echt. Da hätte man einen Fisch machen können. Interesting. So, mehr Stöcke. Okay, gut. Trink nochmal auf. Und, sollen wir nochmal 7 Stunden? Ja, wir machen auf jeden Fall 7 Stunden. Es ist ja gerade erst noch nicht mal 7 Uhr morgens. Das reicht doch von den Kalorien. Ich bin mir nicht sicher, ob das abnimmt oder zunimmt. Achso, ich habe jetzt wieder die Köder nicht ausgerechnet. Idiot. Sieht immer dasselbe. Leg die mal raus. Und machen wir hier 2 Liter. Okay, das geht auf jeden Fall, also 2 Stunden können wir auf jeden Fall angeln, das ist kein Problem. Vielleicht kriegt man ja 2 Fische. Ja, natürlich. Gerade so am Ende. nee, wir machen jetzt mal Fische. So. Gut. Wir müssen noch ein bisschen ans Futter denken. So, gerade mal schauen. 4 Stunden. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Sollen wir den Fisch noch zerlegen? Wie viel haben wir noch übrig? 4. Okay, das reicht eigentlich. Oh ja, das ist noch reichlich Holz. Ist eigentlich mehr das Auge, was jetzt das Ganze halt ein bisschen begrenzt. Okay. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht 7 Stunden angeln. Also wir haben hier 4 Stunden. Wir machen mal 4 Stunden. Wir müssen dann gucken, was halt mit dem Ofen ist. Ich verliere nämlich jetzt auch schon Prozente. 2 Stunden haben wir tatsächlich noch. Ja, okay. Wir müssen das wieder entfackeln. Es tut mir leid. Wir sollten nämlich jetzt Zelt abbrechen hier. Das ist auch erstmal die Angelsession für den Tag sozusagen. Oder für das jetzt. Wenn ich dahin zwar. Wenn ich doch. Sag mal.
Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Warum ist das eigentlich wieder alles nur so Pixelperfektion jetzt in dem Spiel seit neuestem? Verstehe ich nicht so ganz. So, Topf kommt drin. Hier draußen kommt der Trauer hin. So, wir packen. Ich weiß nicht, wie der abnimmt. Keine Ahnung, die nehmen wir sowieso mit. Das packen wir mal rein. Hier wird nichts gedroppt, Junge. Nur, dass du Bescheid weißt. Hallo? Nur das Goldauge bleibt hier. Die restlichen Fische kommen alle rein. Wir sind zu schwer, wir sind zu schwer. Warte mal, was haben wir? Genau, trink nochmal. So. Bogen raus. Und film ab dafür. Die kocht man dann einfach im Bauernhaus ab, das ist einfacher. Genau. Je nachdem, also wir werden uns natürlich prächtig ausschlafen können, das ist klar. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir erstmal zu Three Strikes vielleicht gehen, je nachdem wie viel. Ich weiß jetzt nicht, ob da Holz liegt, keine Ahnung. Aber ich will jetzt nicht erst eine Erkundungsmission machen, sondern nachdem wir mal gucken, wie viel Holz bei Three Strikes ist. Das sollte dann eigentlich schon sitzen. Der Weg ist aber tatsächlich relativ idiotensicher, zu dem Teich zu finden. Es ist natürlich schon ein Stückchen weg und gerade im Interloper macht das schon einen deutlicheren Unterschied, als sag ich mal, wenn du jetzt im Schleicher unterwegs wärst. Aber es geht schon, das ist okay. Ist ein bisschen temperaturkritisch und man verliert auch wieder ein paar Prozentpunkte. Toll. Dann geh mal hier lang. Lauf halt nicht den ganz direkten Weg. Unterer Wasserfall. Der Bär hat drei Beine. Hat hier eins verloren anscheinend. Es hat funktioniert. Rechts von uns sind Kaninchen, also falls die quietschen, wissen wir, dass der Bär näher kommt. Auch übrigens da rechts. Ah, hier ist ein Stock. Ich dachte, das wäre wieder eine Nadel. Na gut. Um die Ecke, um die Kurve, yes. Okay, dann heute nur bis zur Scheune. Ja, ich wollte jetzt nicht nochmal einen Tee verwenden. Wir haben nicht so viele. Das ist aber nicht so schlimm. Wir sind ja gleich da. Na, danke. Wir nehmen auf, was wir können.
So, der Eingang ist da vorne. Wir müssen natürlich jetzt ordnungsgemäß laufen. Ach, wir waren noch gar nicht im Briefkasten, echt? Gut, dann waren wir jetzt. Oh, mein Magen. Nee, das funktioniert so nicht. Ja, das ist der richtige Weg. Huch, es leuchtet da oben. So, hier haben wir ein Bett. Und du hast Hunger. Na gut. Wir müssen irgendwie durch die Nacht kommen, da muss man dir schon was geben. Das müsste eigentlich reichen. Kriegst jetzt erstmal 10 Stunden und dann guck mal, wo wir landen. Okay, es ist noch finster. Ja, die Nacht hat noch nicht Adieu gesagt. Machst du mal 3 Stunden. I could eat anything. Sonnenschein anscheinend. Gut, gleich ein Rohrkolbenstängel drauf. Und dann hoffe ich, dass das reicht bis rüber. So, wieder ausrichten. Drüber, hier. So, renn und renn. So, die Wölfe sind so nah, wenn wir jetzt riechen sollten, müssten sie ja kommen. Kriegst du nachher deinen Tee? Oder falls es unterwegs problematisch wird, dann vielleicht unterwegs schon. Ist aber relativ flott, der Junge. Relativ flott. Gut, dann hoffe ich, dass wir genügend Holz haben. Ich denke aber ja. Doch, müsste eigentlich funktionieren. Ich sag dir nicht Stopp, hier geht's nicht, echt? Alles nehmen, alles rauswerfen. Trauer nehmen. Gut. Einfach mal so einen Schwung Stöcke und dann ab dafür. Mit der Lupe. Ausnahmsweise mal kein Streichholz benötigen. Hey. Minus 25. Gut, da machst du zumindest mal eine Kohle rein. Werden wir mal ein bisschen Grundwärme reinbekommen und als erstes setzen wir mal Wasser auf. Bevor wir irgendwas starten. So. Ja, wohin wohl? Hm? Ich sehe jetzt nicht so, dass wir da großartige Optionen hätten. Ist auch so schön, wie der Junge tut, als wäre es vorbei. Wir haben gerade mal 25% geschafft. Wenn ich mir so das Auge und so anschaue, weiß ich nicht, ob wir das noch erreichen. Okay, gut. Dann machen wir gerade mal das Wasser fertig. Und gegen die Hunger sollte man auch was tun. Haben wir natürlich jetzt Wasser vernichtet, aber es ist halt so. So. Nein, ich hätte gern
Schwarzbarsch, genau. Gibt es so ein Gericht für Fischsuppe oder sowas? Wir haben ja sowas noch nicht. Wäre schon interessant. Ja, genau. Das kochen wir auch mal. Bevor ich da aus Versehen wieder falsch zu lange. Toll. Es waren nur noch 9 Minuten. Echt, weil wir das meiste schon gegessen haben. Grandios. So, dann garen wir gleich mal. Wobei, wir haben 3 Tees. Das reicht erstmal für 3 Tage. Und ich denke, in 3 Tagen. Bis in 3 Tagen haben wir definitiv auch wieder gekocht. So, der ist gleich fertig. Sehr schön. Okay. So, machen wir den Heringsmarän weiter. Ja, ich denke, wir werden heute hier bleiben an diesem Ofen. Ja, komm, gib mir das Ding schon mal. So. Tja, Wind, kannst du machen, was du willst? Das funktioniert hier nicht. Achso. Wir sollten natürlich auch gucken, dass wir nicht mit Fischen hier rumstehen, sonst kommen die Wölfin da drüben gerne mal vorbei. Warte mal, machen wir die Fische hier rüber, die Heringsmarän. So. Ich will gerade mal schauen wegen Birkenrinden-Tees. 2 Stück, wir könnten auch, da auch noch einen machen, okay? Das ist gar keine so schlechte Idee. Na gut, das kann ja ruhig da liegen, das ist nicht so schlimm. Dann haben wir 3 auf Vorrat. Genau. So. Die braucht man doch mal schnell. Also, der ist fertig, genau. Da hat sich's bewölkt. Da rumpelt der Magen, Junge. Und nur noch die Darmparasiten, nicht? Das ist super. Gut. So. Warte mal, hol das mal raus. Ich würde gerne ein bisschen Wasser machen. Das können wir nachher noch in der Pfanne machen, das ist kein Problem. Wir haben auf jeden Fall viel Essen, aber relativ wenig Wasser. Der Ofen geht noch lang genug. Ja, wir werden auf jeden Fall heute hier bleiben. Wir machen nichts anderes. Außer jetzt noch Wasser. Das geht auch noch lang genug. Gut. Ich will nur mal schauen, ob es da drüben auch Wölfe gibt. Ach so, übrigens. Daran mangelt es nicht. Nur auf der einen Seite, oder? Ja. Interessant. Ist das frisches Wasser? Trinkbar. Okay, alles klar. Packen wir das mal hier dazu. Muss jetzt nicht so viel sein wie bei der Madame, aber... ja, das war ein Traum. Wir waren in der Mine gewesen, in der längsten Mine, und ja, sie hat da unten Lagerkoller. Also sie hat sogar nur Lagerkoller-Risiko bekommen, und dann haben wir draußen in einem dieser, ich sag mal, Werkstatthäuser geschlafen, und das hat dann zum Lagerkoller geführt. Das zählte da tatsächlich als außen, obwohl wir quasi fast draußen waren. Ja, und dann mussten wir dann halt 24 Stunden uns draußen aufhalten, und da wir nichts tun konnten, also nicht mal lernen oder so, blieb uns nichts anderes übrig als ja, Wasser zu kochen. Auf jeden Fall haben wir da jetzt genügend Wasser in der längsten Mine. Gut. Ja, es bleibt so, das Wetter heute. Das heißt, morgen, wenn wir dann wieder was machen wollen, gibt es Blizzard. Wahrscheinlich ja. Ach,
20 Minuten haben wir hier noch. Gut. 17, was kriegst du denn da in der Zeit noch? 19, 16, das müsste eigentlich funktionieren. Sehr schön. Da ist doch einiges Wasser zusammengekommen. Hier wird kein Pack heavy, Junge, nur dass du Bescheid weißt. Nur wir packen das Pack mal hier rein. Okay, 12,5 Liter. Da kommen wir erstmal eine Weile rum. Da. Es ist wieder aufgeklärt. Gut, dann machen wir es jetzt mal so. Wir ziehen mal in die Scheune um. Dann können wir nämlich am nächsten Tag vielleicht mal den Birkener Wald ansteuern. Das ist ja auch nur so eine kleine Runde. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du da ewig unterwegs bist. Gerade überlegen, gibt es hier irgendwo am Rand vielleicht Baumstämme? Wir können vielleicht mal hier gucken, wenn wir da an der Straße entlang laufen. Oder zumindest Richtung Straße. Bin erstaunt, obwohl wir relativ wenig in dieser Region Zeit verbracht haben, haben wir erstaunlich viel Holz zusammenbekommen. Wahrscheinlich, weil man immer zu sammelt und sammelt und sammelt und wieder ablegt und sammelt und sammelt und wieder ablegt. Das hilft dann schon, da kannst du mal eine ganze Weile angeln gehen. Hast da erstmal Vitamin C versorgt, was da schon mal hervorragend ist. Drüben geht es noch weiter. Und es war jetzt auch gar nicht so viel, was wir da geangelt haben. Das waren vielleicht 27, also waren keine 30 Stunden, die wir geangelt haben. Da ist richtig viel rumgekommen. Nee, hier drüben gibt es keine Baumstämme, okay. Schade. Ja, die Sonne geht auch bald unter. So, wo wir schon hier sind, da könnte man mal beim Auto vorbeischauen und gucken, ob man da im Kofferraum eventuell schon war. Das wäre doch eine Idee. Cold is making my head feel. Ich habe so das Gefühl, dass wir heute Nacht uns gut ausschlafen können, aber guck dir mal die Prozente an. Und wir haben 25% geschafft und uns fehlen vielleicht schon 7, 8. Also du holst dich dann wahrscheinlich kurz bevor du fertig bist nur noch so bis 60% oder so, schätze ich mal. Ich meine, dass sich das auch beschleunigt. Naja, natürlich. Schon mal gucken, ob es hier Wölfe gibt, aber das sieht nicht danach aus. Trotzdem nehme ich mal lieber den Bogen.
Okay, Junge. Huch. Schön leuchtet's. Ja, sowas brauchen wir halt nicht. Wir schauen uns aber nochmal um. So, so. Gut, mir ist es dadurch jetzt nicht geworden. Das ist auch sowas, was wir nicht brauchen. Hallo? Ich dachte, du landest auf dem Stroh. Ja, nur so Schrott, okay. Nee, ich sehe hier sonst nichts. Rumliegen. Das war schon unten. Sollen wir dich ins Bett stecken? Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Das kostet die wenigsten Prozent, Kalorien. Wir sagen mal 10 Stunden. Wir machen 9, ist es völlig egal. Ja, wir haben Aurora. Autoradio geht aber nicht echt. Okay. Think almost anything about now. So. Die Nacht geht noch 4 Stunden. Wir schlafen mal 5. Ja. Nein, schlafen, Junge. Ja. Genau. Wie schon gesagt, das verbraucht weniger Prozente. Da werden wir in der nächsten Folge. Mal versuchen, durch den Birkenwald zu gehen. Es hört sich sehr ruhig an. Das wäre ja sehr schön. Genau. Wir werden natürlich jetzt hier nicht ewig bleiben. Wir haben hier nichts zu essen, wir haben hier nichts zu trinken. Das war jetzt einfach nur, dass wir einen Startpunkt haben für den Birkenwald. Ich hoffe, dass wir nicht nur Birkenrinden bekommen, sondern auch noch ein paar Pilze. Genau, in der nächsten Folge als erstes weitere Pilztee. Wir brauchen noch 15. Wir haben 8. Gut, alles klar. Also brauchen wir 7, also 14 Pilze. Das wird nicht einfach. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.